hast es geschafft, Mann, Digga. Nach jahrelanger Arbeit ohne Früchte hast du den Berg erklommen und sie feiern nun Part für Part die Sprüche, die du zum Spaß der Partyklicke ins Glas geschmissen hast. Ohne zu fragen, ist es das wert, den Konsumenten zu versklaven. Ohne einen Kritiker ist Kunst nur ein Kühlschrankbild deiner Witzfigur, die mittels Sturheit darauf beharrt, man wäre noch nicht reif für ihre tiefe Tour. Stellt sich die Frage, ob ohne Negatives Positives nur noch neutral betrachtet wird. Oder wie stehst du dazu? Du müsstest ja wissen, wie das so ist. Schließlich kriegst du nichts mit, wenn dich jemand anspricht mit einer Kritik. Denn wenn es 2 Millionen Klicks hat, dann ist da sicher was dran. Auch wenn dahinter immer nur stand, wie beschissen das alles war. Ich finde mich damit ab, dass nicht jeder dem Anspruch treu bleibt. Die Neuzeit bringt vieles mit sich, das geht jetzt bekannt und treu sein. Trotzdem werde ich bei meiner veralteten Meinung bleiben. Du kannst Fame sein, wie du willst, wenn du Scheiße schreibst, bleibt es Scheiße. Ich will nicht, dass du stirbst. Du Konstrukt deiner Plastikfirma aus paar Legostein, verkaufst deine Seele ans Bild. Ich will nur, dass du leidest. Blick in den Spiegel, die Form verkrüppelt, du scheißt nichts Eigenes da, du hast dein Chef was Nächstes erfindet. Ich will nicht, dass du stirbst. Imagepflege durch schlechte Presse, die erfunden ist, das ist real. Ich will nur, dass du leidest. Du bleibst Bestandteil in dieser Szene, bis der Trend vorbei ist und sich eine neue Seele verehrt.